Ja, hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Video von mit mir. Diesmal stelle ich euch ein Indie-Game vor, das den Namen trägt Jumping Line. In diesem Spiel steuert man eine Linie bzw. eine Schnur, je nachdem wie man es interpretiert, durch einen Hindernisparcours und ja. Würde ich mal sagen, dass ich euch dieses Spiel hier zeige. Später werde ich wahrscheinlich noch ein Let's Play draus machen. Jetzt kann ich bis jetzt noch nichts steuern. Genau, und die Schnur, die hüpft immer meiner Maus hinterher. Am Anfang beginnt es ganz leicht. Falschen
Genau, und wenn man außerhalb des Bildschirms ist, dann startet es auch nicht. Na komm, endlich. Rot? Rot. Ups. Juhu, blau. Oh, und? Boing. Boing. Bei solchen Sprüngen würde ich euch raten, immer große Sprünge zu machen und keine flachen. Jawohl, Bingo. Ja, genau, als ob das noch nicht genug wäre. Machen wir es nochmal so Schluchten. Treppendings hin. Oh, das habt ihr gesehen? Das war jetzt gerade knapp. Und das ist eigentlich total easy. Oder auch nicht. Seite springen, halt aufs Rote, immer Checkpoint mitnehmen. Ah, jetzt kommt die Olympiade. Jetzt kommt die Olympiade. Die Weitsprung-Olympiade. Das ist jetzt knapp. Das ist jetzt im Gegensatz zu später noch relativ. Ich hab den Fehler gemacht. Bloß hier werden dann die roten Blöcke rübergesetzt. Also quasi resettet. Genau, und bei hier muss man jetzt aufpassen, dass man auf dem dritten, von unten nach oben auf den dritten Block springt. Nach Möglichkeit nicht wieder vom obersten abspringt. Dem Spiel lohnt sich echt besser einen Rückzug zu machen, als einfach querbeet einzujumpen mit der Schnur. Boah, shit. Jetzt würde man sagen, boah, wir machen noch bis zum nächsten Checkpoint und danach sollt ihr das halt einfach weiterspielen. Dann kommen dann nämlich noch die Gravity Blocks. Oder die Physics Blocks. Ja. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns beim zweiten Teil von Let's Test Jumping Line. Beziehungsweise Let's Show Jumping Line. Okay, bis gleich. Bis gleich. So, hallo, servus, da bin ich wieder und ich werde diese zwei Videos wahrscheinlich im im Windows Movie Maker zusammenschnipseln. Jo, letztes Mal sind wir ja hier stehen geblieben. Ja, und wie schon erwähnt, das Jumping-Ding, diese Schnur, die jumpt immer der Maus. Kommen diese Drehstelzen. Und hepp. Man muss auch ein gutes Auge haben, dass man da irgendwie hochkommt. Oh, jetzt kommt mein absolutes Hass. Man wird total gekillt sofort. Oh. Ey, was ist das für eine scheiß dünne Plattform da, ey? Kurze Niesen. Nein, und ich sag jetzt nicht kurze Dürken, weil das ist. Thank you.
Yippie-yay-yay! Und jetzt Gravity Blocks / Physics and Physic Engine. Man sieht die Blöcke wackeln. Gelben Blöcke, die sind einfach nur dazu da, um das Level schwerer zu machen. An anderen Nutzen haben die Scheiße eigentlich gar nicht. Je öfter man auf die drauf bringt, desto schneller werden diese Cubes auch. Muss allerdings auch aufpassen, auf welchen Cube man springt. Das hat natürlich aber auch, und deswegen, wenn man auf den falschen springt, könnte das mal abrutscht und dann ist man statt der Schnur wieder ein paar Stücke nur. Kleiner Tipp von mir, spielt das Spiel hier in Fullscreen. Ich hab's jetzt im Fenster, damit es nicht allzu lang hochlädt. Wie das aussieht, ey. Da unten ist so ein Wellending. Nein! Nicht optimal genutzt. Egal. Das sollte jetzt gerade mehr Lust raus. Das war falsch. Das war wieder Fake Root. Naja, machen wir es nochmal von vorne. Dumm. Oh. Hä? Gott. Hey, das verwirrt sowas von, ey. Ich sag's euch. Lasst euch bloß nicht von der Schnur und von dem Level verwirren. Immer ausjumpen auf den Pfosten. Und jetzt kommt wieder Rot. Oh, und jetzt kommt das Unmögliche. Nein! Nein! Jetzt kommt das unmögliche Level. Das unmögliche, the impossible game. Was denn? Ist doch eine Parallele. Boah! Shit, ich dachte, ich könnte durchjumpen. Ich hab hier, das ist nämlich für mich blind. Boah! Nein! Nein! Zu hastig mit der Maus reagiert. Na genau! Alex, werd ein bisschen leiser. Oh. Das wird jetzt schwierig. Ich weiß, uns ist die Bandicam wieder überfordert. Wow, den Ton aufzunehmen. Hui, jump! Habt ihr damals nicht auch diesen Flo mal, der Riesensprünge macht? Und das ist die Charm-Pinglein. Boah. Später muss man dann noch irgendwas sammeln und so, aber ich möchte jetzt nicht großartig vorspoilern. Vorspoilern. Lern Englisch, Alex. Und?
Passage hier verabschiede ich mich und sag tschüss bis zum irgendwann. Bis zum nächsten Video von und mit mir hier.